Christoph von JJ and the Acoustic Machine. Ja. Ich bin der Bassspieler und ich spiele einen Bass, an dem gar nichts besonders ist. Der ist voll massiv aus Holz und an den Seiten ist auch nichts besonders. Das sind einfache Stahlseiten und dann gibt es noch einen Tonabnehmer für Bühnen und Verstärker. Kontrabass ist einfach, klingt schön. Den Bass, den habe ich gefunden und wo er herkommt, genau weiß ich nicht. Der ist so 40, 50 Jahre alt, wahrscheinlich so Mittenwald, ein ganz normales, einfaches Serieninstrument. Und der Tonabnehmer ist von der Marke Shadow und der ist auch ganz schön, ja, also ganz ein ganz herkömmlicher Piezo-Tonabnehmer und genau, und das ist das einzige Instrument, das ich habe und das spiele ich überall, demzufolge auch. Das lässt sich nicht vermeiden, aber das ist auch eine gute Beziehung. Ja. Also den kann man halt auch ohne Verstärker spielen, wenn man ganz laut reinlangt, ja. Dann kann man, was wir halt auf der Straße halt machen, verlangt halt auch nach einem Kontrabass. Ja, after years of running, sailing on sea, I still long for your embrace and harmony. There's a melody inside my mind that got